Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal nicht um fleischfressende Pflanzen, sondern um diese zwei kleinen hier. Wie ihr sehen könnt, haben meine griechischen Landschildkröten Babys bekommen. Da Schildkröten meine Lieblingstiere sind und ich schon sehr lange auf Nachwuchs gewartet habe, würde es mir nicht schwer fallen, ein oder sogar zwei Stunden über diese Babys zu reden. Da viele Leute aber nicht so viel Zeit oder auch Lust haben, sich ein so langes Video anzuschauen, werde ich hier einmal eine Zusammenfassung geben und dann später noch einzelne Videos machen, in denen ich das Ganze dann näher erkläre, für die, die auch Babys züchten wollen oder einfach Lust haben, sich das Ganze mal anzuschauen. Eine Voraussetzung für befruchtete Eier ist natürlich die Paarung. Dazu habe ich mir von einer Bekannten zwei weibliche Schildkröten in Anführungszeichen ausgeliehen. Aber seht selbst. Und so ging das Ganze dann den ganzen Sommer lang, bis die Schildkröten wieder zurück zu ihrer Besitzerin mussten. Im Jahr darauf, genauer gesagt am 31. Mai und am 8. Juni, haben die beiden weiblichen Schildkröten dann ihre Eier abgelegt. Normalerweise legen Schildkröten ihre Eier auf einen sonnigen Hügel, die eine Schildkröte hatte sich aber dafür entschieden, die Eier mitten im Garten zu vergraben. Nun ging es also mit einem Handfeger, einem Bleistift und einer alten Gerbel daran, die Eier aus der Erde zu holen. Mit dem Bleistift habe ich immer die oben liegende Seite markiert, da man die Eier nicht drehen sollte, da das zum Absterben der Babys führen könnte. Dabei ist natürlich Vorsicht geboten, da die Eier recht zerbrechlich und nur so groß wie ein Wachtelei sind. So wurden die Eier also nach und nach freigelegt und man hat sich dabei ein bisschen gefühlt wie ein Archäologe. Die Eier kamen dann in eine kleine Schale, wo sie sicher nach Hause transportiert werden konnten. So habe ich insgesamt 12 Eier aus 3 Gelegen ausgegraben. Nachdem ich alle Eier ausgegraben hatte, bin ich nach Hause gefahren, um die Eier in den Inkubator zu legen. Dieser Inkubator ist speziell für die Aufzucht von Reptilien, Amphibien oder auch Vogeleiern gemacht. Nachdem ich alle Eier im Inkubator platziert habe, habe ich ihn geschlossen und die Temperatur auf 32 Grad eingestellt. Bei dieser Temperatur sollten überwiegend Weibchen aus den Eiern schlüpfen. Das Ganze wurde dann abgedunkelt und schon nach den ersten paar Tagen konnte man in den Eiern kleine Babys erkennen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Eier noch sehr hell. 2 Wochen später sah das Ganze schon ganz anders aus. Man hat eindeutig den Panzer, den Kopf und sogar die Gliedmaßen der Babys erkannt. Noch ein paar Tage später konnte man dann fast gar nichts mehr erkennen. Man hat nur gesehen, dass die Babys sehr groß geworden sind und dass sie noch am Leben waren, da sie sich mittlerweile sogar bewegt haben. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr auf diesem Video sehen, wie das Baby seinen Kopf nach rechts dreht, genau jetzt. Bei 4 der 12 Eier musste ich feststellen, dass sie unbefruchtet sind. Das erkennt man einfach daran, dass in diesen Eiern nichts zu sehen ist und sie einfach zu durchleuchten sind. Aus diesen Eiern habe ich dann leckere Spiegeleier gemacht. Kleiner Scherz, ich wollte nur sehen, ob wirklich nichts in dem Ei drin ist. Aber wenn das Ei unbefruchtet ist, ist wirklich gar nichts zu sehen und es würde sich daraus auch nie ein Baby entwickeln. Gegen Ende der ca. 70-tägigen Inkubation konnte man fast gar nichts mehr in den Eiern erkennen und am Ende waren sie komplett gefüllt. Dann habe ich sie nicht mehr durchleuchtet, um einen Frühschlupf zu vermeiden. Dann bin ich in Urlaub gefahren und mein Nachbar hat auf die Eier aufgepasst. Und 2 Tage vor meiner Rückkehr nach Hause habe ich dann dieses Video bekommen. Tatsächlich sind 2 der Babys, nämlich die aus dem ersten Gelege, geschlüpft. Ich konnte mein Glück selber kaum fassen. Beide Babys sind gesund und munter und ihre Bauchnäbel sind schon gut zugewachsen, wie man hier sehen kann. Zurzeit halte ich die Kleinen noch in einem Terrarium, da sie zu klein sind, um raus zu den Eltern zu kommen. Die Babys sind ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück, daher könnte jede Maus oder jeder Vogel zur Gefahr für die Kleinen werden. Während die Babys in den ersten Tagen noch recht ruhig waren, sind sie mittlerweile sehr fidel und laufen durch das ganze Terrarium. Sie fressen gut und trinken häufig. Da das zweite Gelege mit den restlichen 6 Eiern ja 8 Tage später gelegt wurde, muss ich mich noch ein bisschen gedulden, bis die restlichen Babys dann hoffentlich schlüpfen. Ich hoffe, dass ich dann einige interessante Videos vom Schlupf machen kann und werde euch auch die restlichen Babys natürlich nicht vorenthalten. Das war's fürs Erste von mir und den Kleinen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie erwähnt, handelt es sich hierbei um eine Kurzfassung. Die einzelnen längeren Videos zur Paarung, zur Inkubation oder auch zur Pflege der Babys in den ersten Tagen werden in Kürze folgen.
Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen, falls ihr das noch nicht getan habt. Schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, was ihr von den Kleinen haltet und wie ihr dieses Video fandet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.